Ja. Ach, da haben wir ja noch was Schönes. Die Röder Feuerwehr Römischen Lichterbündel. Ja, das sind die alten. Ja, in Pink und vor allem in Bunt. Ich habe mir gedacht, Mensch, es gibt keine anständigen, bunten römischen Lichterbündel. Es gibt ja immer diesen Müll, den man da anzündet, in diesen Sortimenten, der dauert dann 3 Sekunden, da kommt nur Rotz raus. Und da haben wir uns gedacht, dann machen wir mal anständige von Röder Feuerwerk. Die sind jetzt ja nicht mehr neu, also die gibt es schon eine Zeit lang. Aber die sind echt schön, 300 Schuss, super Farben. Und jetzt nochmal die dickeren Dinger, die größeren hier. Haben bloß 128 Schuss, dafür dickeres Kaliber, 14 mm, nein, 12 mm, Entschuldigung. Und da kommen richtig schöne Leuchtkugeln raus und da haben wir verschiedene Sorten, also ein sehr großes Programm. Also wenn ihr sie noch nicht probiert habt, unbedingt mal ausprobieren. Verdammt Scheiße, was ist denn da schon wieder? Wieder ein Karton im Weg stehen lassen. Oh, die Chaos-Kometen. Chaos-Kometen? Die kennt ihr, ach, die kennt ihr bestimmt. Chaos-Kometen mit den abknickenden Kometen. Die haben immer in Salven geschossen, immer eine Farbe und die knicken ab. Das sind auch sehr grelle, farbintensive Kometen. Schön, schöner Aufstieg und Abknicken. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Also grandios. 49 Schuss in Salven geschossen. Echt gutes Ding. Jetzt schauen wir mal zu den Feuertöpfen. Wo sind denn die Feuertöpfe? Thank you.